So, und auf geht's in den zweiten Satz. Hier zwischen dem Schweriner Sportclub und dem SV Sinsheim, der hier das erste Mal in Führung geht im Spiel. Im zweiten Satz mit 1:0 nach der Netzangabe von Denis Hanke. Und man ist ja mit viel Selbstvertrauen hier angereist, die Sinsheimer, die nach eigenem Bekunden das Mittelfeld rocken wollen. Und mit großem Vergnügen den einen oder anderen Großen ins Stolper bringen wollen. Jetzt aber das 1:1, nachdem auch der zweite Angabe in diesem zweiten Satz ins Leere geht. Staus war da nicht erfolgreich, jetzt versucht es Schaus auf der anderen Seite wieder für Schwerin. Dann sind sie, wie gesagt, jetzt gerade, sie wollen das Mittelfeld rocken, sie haben sich verstärkt mit vier Leuten, während an der Brand hier den Punkt macht für Schwerin. Darunter die beiden Spielerinnen, die ehemals in Schwerin gespielt haben, Jule Paul und auch Jana Schumann. Aber das alles hat an sich noch nicht so viel genützt. Zumindest nicht hier in Schwerin. Thormann schlägt den Block an und den können die Sinsheimer nicht mehr holen. 3:1 für Schwerin. Denn der SSC momentan stolpert er nicht. Momentan hat er die Zeit und den Platz zum Glänzen. 3:1. Und Schaus mit dem direkten Punkt. 4:1 für Schwerin. Hey. Für den SSC scheint es momentan so ein bisschen Balsam auf die Seele zu sein, die auch ein bisschen geschunden war nach dem Pokal aus. Hier in der heimischen Halle gegen Stuttgart. Auf jeden Fall ist das eine deutliche Antwort, Patricia Thormann. Mit dem 5:1. Sie scheinen auch jetzt schon klar machen zu wollen, 5:1 jetzt die Auszeit von Sinsheim, dass auch hier im zweiten Satz in Schwerin nicht zu holen ist. Für die Mädchen aus Baden-Württemberg und Sonnenbichler wird jetzt doch schon klarer, deutlicher in seiner Aussage. Nicht mehr ruhig, sondern wirklich mit rotem Gesicht und voll dabei und voller Emotion versucht er seine Mädchen da wach zu rütteln. Und das ist auch verdammt nötig. Und Schaus mit der Netzangabe, die aber noch rüberkommt. Und das war mal richtig gelungener Angriff der Sinsheimer. Mauersberger bringt da den Ball am Block vorbei ins Feld. 5:2. Julia Puss. Der Ball ist soweit. 6:2 für Schwerin und Anja Brandt kommt zur Angabe. Und das war Punkte für Sinsheim, oder? Nein? Doch, habe ich es richtig gesehen. Punkt für Sinsheim. Das war wieder ein gut vorgetragener Angriff der Sinsheimer, die jetzt doch scheinbar ihre Antwort ins Spiel gefunden haben. Field, auch ein Neuzugang bei Sinsheim, die Kanadierin. Und jetzt erneut der Punkt für Schwerin und zum ersten Mal
für Sinsheim. Und zum ersten Mal ist es hier in Schwerin sehr, sehr leise geworden. Für einen kurzen Moment natürlich nur, denn die Fans sind wieder da. Und Marisa Field schlägt wieder auf. Und schaut, dass den Ball wieder wegspringen. Und guck an, 6 zu 5. Und Field erneut. Wieder mit einer guten Angabe und sie zeigt da nicht umsonst, dass sie kanadische Nationalspielerin ist. Und wieder ist der Sinsheimer Block da und der Ausgleich. Mauersberger mit dem 6 zu 6. Und man verreibt sich hier verwundert die Augen. Damit war nach dem Spielverlauf nicht zu rechnen. Und wieder Field. Völker, leichte Probleme bei der Anlage. Und der war zu doll von Prus. Und 7 zu 6 für den Schweriner SC. Patricia Thormann jetzt mit der Angabe. Aber das Spiel nach der Auszeit war den Sinsheimern viel geordneter, viel besser. Der Block steht zusammen. Und man hat damit Erfolg gehabt. Jetzt auch mal eine Variante und der Schweriner Block ist nicht zusammen. Thormann findet da die Lücke und macht den Punkt zum 8 zu 6. Technische Auszeit. Oder? Doch, technische Auszeit. Samni. Schwerinerin doch einen kleinen Schock gekriegt. Was war kurz in den Gesichtern zu sehen? Jetzt hat Ture Alexandersson die Möglichkeit, auf seine Mannschaft einzuwirken, dem entgegenzuwirken. Ich habe es kurz gesehen, er hat zum Anfang über die Annahme gesprochen seiner Mannschaft. Und er hat dann noch individuelle Dinge angesprochen und jetzt geht es also weiter. 8 zu 6 für den Schweriner SC im zweiten Satz. Und er geht. Wie ist wieder der Schweriner Block nicht zusammen? Von Kaufeld geht der Ball ins Aus. 8 zu 7. Mauersberger jetzt zur Angabe. Man sieht plötzlich eine ganz andere Körpersprache bei Sinsheim. Aber da dürfen so eine Bälle natürlich nicht ins Netz gehen. Einfacher Punkt für Schwerin. 9 zu 7. Nach der Netzangabe Adlerova für Schwerin. Aber mit dem Spiel der letzten Minuten, die das Sinsheim hier gezeigt hat, könnten sie tatsächlich einen der Großen ärgern. Im heutigen Fall ist das Schwerin. Und er war drin. Alexandersson und auch die Schweriner Spielerinnen schauen sich ein wenig verwundert um, aber der Punkt geht an Sinsheim. Mukelki, kanadische Nationalspielerin, ebenfalls Neuzugang bei Sinsheim. Hat damit jetzt Aufgabe beim Stand von 9 zu 8 im zweiten Satz. War klasse gespielt, Hanke aufs Kauffeld und da kommt der Block zu spät, kann ihn nur noch ins Aus bringen. 10 zu 8 für Schwerin. Mal schauen, Kaufeld hat einige Schwierigkeiten ausgelöst mit ihren Angaben im ersten Satz.
Und das ist deutlich besser. Und wieder kriegt Schwerin diesen Block nicht zusammen. Schaus und Brandt kommen da nicht rechtzeitig zusammen. Sinsheimer schlagen in der Mitte durch und machen den Punkt. 10-9. Julia Osterloh bei der Angabe. Alarova mit einer schlechten Annahme. Aber das war klasse gelöst. Hanke legt ihn einfach hoch ab und Thormann verwandelt. Zum 11-9. Da waren die Sinsheimer auch ein wenig überrascht und konnten den Ball nicht mehr richtig annehmen. 11-9. Denise Hanke mit den Sprungaufgaben. Deutlich besser angenommen, kurz abgelegt. Diesmal stand der Schweriner Block. Und Schaus gegen den Sinsheimer Block und der ist zu weit. Punkt für Sinsheim. 11-10. Da ärgert sich Schaus. Weiß sie selber, den muss sie machen. Staus auf der Gegenseite. Und der Block von Prost gegen den Tormann zum Ausgleich. Staus. Bei der Angabe jetzt. Und die Möglichkeit zur Führung für Sinsheim. Und Staus auf den Block draufgeschlagen. Der Ball im Aus. 12-11 für Schwerin. Und Schaus darf jetzt auf zur Angabe. Und der Ball ist so weit. Zum 12-12 und Alexandersson reagiert, bringt Retzlaff für Schaus. Vielleicht braucht sie auch diese Ruhepause. Könnte ihr ganz gut tun und er nutzt die Möglichkeit für individuelle Anweisungen. Dessen geht das Spiel weiter. Retzlaff nimmt den Ball an und Brand bringt ihn rüber. Und die Chance jetzt erneut für Sinsheim, hier in Führung zu gehen. Und die nutzen sie. Tunja Mokelki bringt hier Sinsheim in Führung. 12-13 im zweiten Satz. Währenddessen macht sie Marie Frick fertig. Große Angabe zu weit. Der Ausgleich 13-13. Anja Brandt. Gut angenommen, kurze Variante und der Punkt für Sinsheim durch Marisa Field.